Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Videoreihe zum Thema Taschenrechner. Ja, tatsächlich wollen wir uns in dieser Videoreihe mit einem Taschenrechner auseinandersetzen, und zwar mit dem Casio FX91ES, einen der gängigsten Taschenrechner meiner Erfahrung nach, den die meisten Schüler und Studenten verwenden bzw. besitzen. Und ja, das Traurige bei solchen Taschenrechnern ist eigentlich immer, dass man die kauft, dann steht auf der Verpackung, was weiß ich, 5 Milliarden verschiedene Funktionen und im Endeffekt benutzt man plus minus mal geteilt und das war's dann auch schon. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, weil diese Taschenrechner haben tatsächlich eine ganze Menge coole und vor allem hilfreiche und nützliche Funktionen. Und damit ihr diese auch nutzen könnt, werde ich jetzt hier diese Videoreihe erstellen und eben einige dieser Funktionen vorstellen. Ich will vorwegschieben, ich bin selbst kein Experte, was den Taschenrechner angeht. Ich habe weder einen Kurs belegt, noch habe ich die Bedienungsanleitung gelesen. Von daher kenne ich selbst auch nicht alle Funktionen. Ich werde euch jetzt hier einige vorstellen, die ich eben kenne, die ich in meiner Schulzeit, sage ich jetzt mal, rausgefunden habe. Und diese werde ich euch jetzt eben vorstellen. Ich werde das Ganze dann so sortieren, dass es jeweils eben ein Video zu dem bestimmten Modi des Taschenrechners gibt, also zu komplexen Zahlen, zu Vektoren, zu Matrizen. Und dann könnt ihr euch eben jeweils das raussuchen, was ihr braucht. So. Was gibt es im Einleitungsvideo noch zu sagen? Vielleicht solltet ihr vor jeder Videoreihe euren Taschenrechner mal kurz resetten, also alles löschen, was da eingestellt ist. Ihr seht jetzt zum Beispiel, bei mir steht da oben schon CMPLX, also komplex praktisch, ein D und ein MEF. Bei manchen ist die ganze Leiste hier zugerammelt, weil die alle möglichen Einstellungen gewählt haben. Die kann man alle löschen, indem man einfach hier oben die Shift-Taste drückt. Ich hoffe übrigens, Display und so ist erkennbar. Ich habe jetzt insgesamt 2 Stunden an den Einstellungen gesessen, bis das Ganze eben einigermaßen sichtbar war. Ich hoffe, man erkennt es jetzt. Also, zum Löschen oben links die Shift-Taste drücken, dann wählen wir die 9. Dann werden wir gefragt, was wir löschen wollen, und da drücken wir mal die 3 für alles und dann das Gleichzeiten. Und dann ist praktisch der Taschenrechner auf die Voreinstellungen resettet. Das heißt, alles ist jetzt wie am Anfang. Da müsste oben ein D und ein MEF stehen und ansonsten ist eben alles beim Alten. Ich habe meinen Taschenrechner gerne ein bisschen heller, von daher mache ich den Kontrast mal ein bisschen heller. So. Und ja. Wenn ihr das gemacht habt, dann können wir jetzt eigentlich starten mit den verschiedenen Funktionen des Taschenrechners. Wie gesagt, wählt euch einfach das Video raus, was ihr benötigt, und dort werden dann einige Funktionen erklärt. Ich hoffe, ich kann alle Funktionen ausführlich und richtig darstellen und vor allem auch, nach wie heißt der, verständlich, genau, verständlich darstellen, so dass ihr eben in Zukunft mehr Spaß mit eurem Taschenrechner haben werdet. Und dann hoffe ich, dass du dir jetzt eben gleich eines unserer Videos anschaust. Bis gleich.